zu der Frage, wie man bemerkt, dass man ein Lipödem hat. Ja, da spreche ich wahrscheinlich vielen Lipödem-Betroffenen aus der Seele jetzt, denn man tappt tatsächlich leider auch sehr lange im Dunkeln. Also viele Betroffene berichten im Nachhinein, dass sie jahrelang irgendwie gemerkt haben, dass mit dem Körper was nicht stimmt, dass sie versucht haben abzunehmen und überall abgenommen haben, nur nicht an den Beinen und dass irgendwie so der Oberkörper nicht so zum Unterkörper passt. Und genau das Gleiche war bei mir eben auch. Ich hatte immer Schmerzen beim Sport, besonders beim Joggen und habe immer gedacht, so, das ist irgendwie ungewöhnlich, habe das aber auch so hingenommen, weil ich es natürlich auch nicht besser wusste und habe es dann einfach gelassen. Ja, bis ich dann irgendwann Licht ins Dunkel bekam, da mich eine Ernährungsberaterin, bei der ich war, auf das Lipödem gebracht hatte, weil sie das eben auch erkannt hat, weil sie selber davon betroffen war und mich dann eben, ja, sag ich mal, darauf hingewiesen hat, das mal untersuchen zu lassen. Und dann habe ich tatsächlich eben auch die Diagnose erhalten. Und ich muss dazu sagen, am Anfang waren meine Beschwerden auch noch gar nicht so stark. Die haben dann, sag ich mal, mit der Zeit irgendwann zugenommen, dass ich dann eben ja schwere Beine hatte. Ich hatte mit Wassereinlagerungen zu kämpfen. Ich hatte besonders, wenn ich mich wenig bewegt habe und mich auch mal schlechter ernährt habe, habe ich halt sehr, sehr starke Schmerzen in den Beinen verspürt. Also das hat wirklich auch viel damit zu tun, mit Sport und Ernährung. Man kann vieles darüber steuern, Schmerzen lindern. Man kann das Lipödem dadurch natürlich leider nicht wegbekommen, aber man kann die Schmerzen darüber steuern. Ja, aber um auf die Frage zurückzukommen, merkt man es in erster Linie eben durch die Schmerzen, durch schwere Beine. Dadurch, dass man nach einer Zeit, das ist aber auch in einem späteren Stadium, auch Dellen in den Beinen hat, also wirklich sehr, sehr starke Zellulite. Nicht jede Zellulite muss Lipödem sein, aber bei einem Lipödem ist die Zellulite oft auch sehr stark ausgeprägt, weil einfach auf ja, das Gewebe halt nachlässt und eben die Hautknötchen eben durch die Haut dann irgendwann auch sichtbar werden. Ja. Das sind so, sag ich mal, die ersten Anzeichen, wo die eben für ein Lipödem quasi sprechen. Und dass man auch zu Blutergüssen neigt, also dass man wirklich durch leichtes Stoßen schon leichte Blutergüsse bekommt. Also ja, die Druckempfindlichkeit auch einfach auf den Beinen, dass auch manchmal nur leichte Berührungen auch schon Schmerzen auslösen können. Das weist dann auch sehr stark auf ein Lipödem hin.